So, unser großes Experiment geht weiter. Wir haben geistliche Tiefen zu verarbeiten. Sollte man gar nicht machen, was ich hier mache. Ich mache es trotzdem. Helft ihr mir mit, ja? Okay. Es sind Dinge, die einfach reingehen müssen, in ein Bewusstsein kommen müssen, und dann funktionieren sie. Wenn wir sie an uns vorbeilassen, funktionieren sie nicht. Ich hatte die Wahl, einen Monat zu machen, aber da kommen wir nie durch, oder alles in einen Tag zu packen, das Risiko, euch zu überfüttern. Aber ich sage, wir sind in einer Bibelschule heute, Eintagesbibelschule, da gehen wir jetzt einfach durch. Okay, also schnallt euch mal ein bisschen an, jetzt gehen wir in die nächste Runde. Wichtig, dass wir verstehen, wer Gott ist, was Gott will, was er tut, was er beabsichtigt. Und es hat sehr, sehr viel mit dir zu tun, der du hier bist. Ganz gleich, wie du dich nennst, wer du kommst, was du bisher gedacht hast. Das sind Dinge, die für alle gleich sind. Und ich glaube, es ist ein Evangelium, auf das du Zeit deines Lebens gewartet hast, wenn du es noch nicht kennst oder gehört hast. Jetzt reden wir über Jesus, den Sohn Gottes. Und auch hier macht es wieder klack, 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 da kommen die Schubladen, die einen spicken auf, die anderen zu. Christian hat euch vorgewarnt, resettet das ganze Teil. Das ist jetzt wichtig, Jesus, der Sohn Gottes. Wenn wir Christen sind, besonders anschnallen, je traditionellere Christen wir sind, desto mehr anschnallen. Ich sage jetzt Passagen, da kann es richtig schwer werden, wenn wir nicht mitgehen. Ich sage hart aus. Die Dinge, wie sie am Anfang klingen, sind nicht so gemeint, wie du sie hörst. Ich kann nur so vorwarnen, aber ich muss sie so aussprechen, damit sie eliminiert werden. Das sind Dinge, die so tief in uns drin sitzen, die muss man zu Zeiten so krass angehen. Ich sag's mal, wie es ist, dass es beinahe antichristlich klingt, wenn man das zu erläutern beginnt. Aber anders kommen wir da nicht durch. Also ihr spürt, jetzt machen wir eine schwierige Runde, jetzt sind wir da Richtung Allerheiligstes. Vorhof hatten wir, Heiligtum sind wir gewesen jetzt, jetzt versuchen wir ins Allerheiligste vorzustoßen. Betet mit, ja, dass es gelingt, dass vor allem der Offenbarungsgehalt da ist. Jesus, der Sohn Gottes. Das sind zwei große Schlagworte, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Jesus, der Menschensohn, wenn ihr euch an die letzte Evangelisation erinnert, Jesus selber hat sich nahezu ausschließlich Menschensohn genannt, Sohn des Menschen. Also der Begriff Sohn Gottes, den haben wir ihm so satt angedichtet, das muss man gleich mal vorweg feststellen. Wenn immer vom Sohn Gottes die Rede ist, wenn du das Neue Testament, die Bibel liest, kommt das ganz selten vor, Menschensohn aber an jeder Ecke. Aber zweifellos kommt auch Gottes Sohn vor, das war ja schließlich der Grund, warum sie ihn letztlich also ans Kreuz geschlagen haben, weil er eben als Sohn Gottes im Zentrum stand. Aber du darfst nie vergessen, wenn so eine Geschichte überliefert wird, das sind dann alle möglichen Aspekte mit drin. Wenn Jesus ans Kreuz geschlagen wird, als Gotteslästerer, das sind zum einen die ihn verfolgenden Juden von damals, die Geschichte schreiben, die Perspektiven eröffnen, andererseits sind es Theologen, Apostel und alles Mögliche. Wir müssen immer gut aufpassen, dass wir die Dinge dann nicht durcheinander kriegen und Angst bekommen vor Dingen oder überbetonen, nur weil zum Beispiel die Juden das so überbetont haben. Ja, die ganz starke Überbetonung, Jesus, du Sohn Gottes, die kommt weder aus Jesu Mund, noch kommt sie aus den Nachfolgen Jesu. Der Vorwurf Sohn Gottes und das Aufblasen vom Sohn Gottes, das ist ein jüdisches Produkt der Synagoge Satans. Versteht ihr das? Wow, kein Mensch versteht das. Aber darum erkläre ich es jetzt. Ja, wir sind hier in der Bibelschule. Oder? Aber ich sage mal pauschal, der Grund, die Zielrichtung, Jesus als Menschensohn und Jesus als Gottessohn ist ein und dieselbe. Um was geht es? Die Antwort ist folgende. Jesus ist gekommen als fleischgewordener Gott, das werde ich im Nachhinein noch dokumentieren, und hat uns vorgelebt, wie ein Menschensohn als Gottessohn lebt. Das ist mal die Kurz-Vorweg-Formel. Jesus ist gekommen, nicht damit wir sagen, oh, der Sohn Gottes lebt, ah, es gibt einen Sohn Gottes, und die anderen, nein, es gibt keinen Sohn Gottes.
Das war gar nicht seine Mission. Darum hat er gar nicht vom Sohn Gottes so oft geredet, hat immer vom Menschensohn geredet und hat pausenlos Werke getan, die nur ein Gott tun kann. Oder? Wer kann Winden und Wellen gebieten? Wer kann Tote auferwecken? Wer kann heilen? Wer kann Teufel austreiben? Wer kann jedes Gesetz der Natur brechen? Das kann nur ein Gott. Ja? Also er hat sich Menschensohn genannt und alle sagen, was läuft hier, Menschensohn, woher hast du das? Er sagt, ich bin gekommen, um zu euch verständlich zu machen, das, was ich euch vorlebe, so lebt man als Mensch. So, als Gottes Sohn, ihr seid alles Gottes Kinder. Das war doch in seinem Mund. Das möchte ich jetzt mit diesem Teil hier dir vor Augen stellen, uns vor Augen stellen, dass wir Jesus als Gottes Sohn richtig verstehen, worauf er da hinaus wollte. Also, die Überbetonung, er ist Gottes Sohn, ist genauso verkehrt wie die Unterbetonung, dass Leute kommen und sagen, Jesus war nur ein Mensch. Das kursiert ja bis heute, ja, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Andere steigern das noch ein bisschen und sagen, ja, Jesus war ein geistlicher Mensch, ein Prophet. Und dann die ganz harte Kaste sagt, Jesus war Sohn Gottes, nur Sohn Gottes. Aber ich sage, das eine wie das andere ist verkehrt. Jesus als Sohn Gottes, man kann Jesus als Sohn Gottes überbetonen und Jesus als Menschensohn unterbetonen. Ja, die Wahrheit ist, dass die Gottessohnschaft übertrieben wurde. Jetzt wird es eben heiß, siehst du? Wie kann man Gottessohnschaft übertreiben? Jesus ist Gottes Sohn. Was sagst du hier, Ivo? Bist du von Christus abgefallen? Siehst du, da hast du es. Ich klinge jetzt gerade wie ein Antichrist in dieser Phase, aber hör gut zu, was dahinter kommt, worauf es hinaus wird. Und ich sage, es ist sehr, sehr schwierig, das dir zu erklären. Ich verwende Beispiele, Gleichnisse oder Vergleiche, die absolut hochkarätig geistlich sind, die kann man mit unbeschnittenen Ohren nur falsch verstehen. Also bete jetzt richtig um Offenbarung, dass du mich nicht falsch verstehst, nachher rausläufst und sagst, oh, Ivo verniedlicht den Sohn Gottes, er leugnet Jesus Christus, er ist der Antichrist, denn es steht geschrieben. Oder? Die Stellen kenne ich alle auch. Ja? Also die Wahrheit ist, ich sage es nochmal, die Gottessohnschaft von Jesus wurde übertrieben, und zwar im Sinne von überbetont. Ich lästere jetzt aber nicht, ja. Ich korrigiere damit nur die Unterbetonung. Die Unterbetonung ist, Gott hat keinen Sohn oder eben, Jesus war nur Prophet oder Mensch. Die Wahrheit ist, die Realität ist, soll ich das machen oder nicht? Das habe ich ihn ganz blasphemisch auf dem Herzen. Am liebsten würde ich jetzt sagen, Gott hat keinen Sohn. Die Wahrheit ist, Jesus ist Gott selber. Jesus ist Gott selber. In Person. In Person. Und dieses ganze Gerede von Jesus als Gottes Sohn ist doch nur wegen dir und mir. Weil wir sind ja Fleisch, wir sind ja Seele, wir sind ja unverständlich, wir können Geistliches gar nicht erfassen. Wir können nur sagen, oh, das ist der Zimmermann. Oder? Dann kennen wir das von Galiläa, wie kann er sagen, er ist vom Himmel gekommen? Wir können ja nicht mal das auf die Reihe kriegen, was nur eine Zeugung ist. Aber wenn Gott Fleisch wird, wenn er durch seinen Geist kommt in eine Maria rein, eine Jungfrau,